Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 400. Stellt euch vor, Leute, 400 Teile schon. Ja, und hier ist alles ganz ruhig und verwaist. Den ist wohl gar nicht bewusst, was für ein besonderer Tag heute ist. Ich gucke jetzt erstmal, wie es den Kleinkindern geht. Naja, sie muss bald essen und ist eigentlich ausgeschlafen. Und sie noch nicht so ganz ausgeschlafen. Aber ich wecke die mal auf, die beiden. Und sollen sie sich was zu essen holen. So, und danach schön aufs Töpfchen gehen. Und dann sehen wir weiter. So. Jenny, du kannst mal aufhören mit dem Gitarre spielen. Oh. Das sah gerade so aus, als hätte sie einen neuen Level gekriegt. Aber jetzt ist das fast voll. Vielleicht war das noch der Levelwechsel von vorhin. Gucken wir mal. Gitarre. Ja, fast Level 6. Du kannst jetzt trotzdem aufhören, auch wenn du dicht an Level 6 bist. Und holst dir mal was zu essen. Und danach musst du kochen. So, aber erst mal essen. Dann kannst du dich auch zu deinen kleinen Kindern setzen. So. Ja, und danach würde ich sagen, sollte sie kochen. Und sobald sie ja vielleicht zwei Sachen gekocht hat oder drei. Tantiemen sind reingekommen. Johnny ruft an. Nee, wir haben keine Zeit zum Anrufen. Leider. Wir müssen jetzt Party vorbereiten. Das wird sowieso ein knappes Rennen. Und weil heute steht ja auch noch potenziell Geburt an. Und eigentlich sollten vorher die großen Kinder ausziehen. Was natürlich auch schade ist, wenn die dann zur Party ausziehen müssen. Aber wir können sie dann ja einladen, dass sie zu Besuch sind oder so. Ah, der Max gratuliert uns zu unserem guten Ruf. Ja, Geschäftswelt interessiert uns gerade nicht. Aber ich denke, den Max werden wir heute einladen. Der ist ja das dritte Baby und der war am längsten bei uns. Ich habe mir gedacht, ich lade ein paar von den neueren erwachsenen gewordenen Kindern ein und ein paar von den ersten und die, die eine besonders wichtige Rolle gespielt haben. Aha. So, was machen eigentlich die Schulerfolge? Na, jetzt kann man noch nicht viel sehen. Es ist gerade mal 11, aber es geht schon in die richtige Richtung. So. Ja, mit etwas Glück wird das was. So. Oh, sie hat eine neue Marotte und ist Feinschmecker geworden. Naja, das macht nichts. Du kochst ja sowieso meistens selber. Und da du Level 10 in allen Kochbereichen hast, ist es nicht so schlimm, wenn du Feinschmecker bist. So, jetzt kochen wir mal tolle Sachen. Hier so, Hummer Thermidor, finde ich, ist der Sache angemessen. Partygröße. Und was können wir noch Tolles kochen? Ein Kuchen besser nicht, sonst kriegen die Kinder einen Zuckerschock. Ein Lammkarree. Reichen zwei Sachen. Ich meine, es ist, glaube ich, besser, wenn man noch was übrig hat, als wenn es knapp wird. Soll sie noch einen Krabbencocktail kochen? Okay. Ihr Kinderchen, jetzt schauen wir mal. Ja, da gibt es noch sehr viel zu lernen. Ihr könnt euch schon mal ein bisschen feierlicher anziehen.
So, Outfit ändern. Naja, so arg feierlich sieht das nicht aus. Aber dies hier sieht feierlich aus. Ja. Und du kannst dir auch was Schönes anziehen. Na, ist natürlich die Frage, ob sie das anbehalten. Aber so sehen sie doch ganz entzückend aus. Oh, sie hat eine Brille. Naja, lassen wir uns davon mal nicht irritieren. So. Ich glaube, ich lasse die hier mal auf dem Tablet Simshape spielen, beide, damit sie ihr Denken auf Level 2 bringen. Es wäre zwar schöner, wenn jemand mit ihnen Flashkarten spielen würde, aber heute haben wir hier ja Partyvorbereitungen und Geburt und Kinder ausziehen. Jo. Jenny, wie sieht's aus? Und ich hoffe ja, dass die Geburt noch auf sich warten lässt. Also, dass erst die großen Kinder ausziehen können und dann die Geburt ist. Die ist dann vermutlich mitten während der Party. Ümpf. So. Gut. Eine Sache ist schon mal fertig. Das ist doch schön. Ich hole das hier mal aus dem Kühlschrank. Ja, und vielleicht stelle ich das hier einfach so auf den Tisch. Vielleicht hier. Na, besser so zwischen die Stühle. Ich könnte es zwar auch hier so rumstellen, aber dann ist der Geburtstagskuchen irgendwie beeinträchtigt, oder? Ach, eigentlich nicht. Ich stell's mal dahin, weil dafür ist der Buffettisch ja gedacht. Jo. Sehr schön, Jenny. Wunderbar. Jump, jump. Sehr gut, sehr gut. Jawohl. Okay, du kochst das dritte Gericht und ich stelle das hier auch auf den Partytisch. So. Das neue kommt natürlich auf den Partytisch. Oh, das ist auch noch gut. So. Ah, wie sie kochen kann. Skinza. Aber das hat sie ja nun wirklich gelernt. Sie hat ja schon seit Ewigkeiten Level 10 in beiden Kochbereichen. Und dann hat sie ja auch dieses Kochbestreben geschafft. Und darum verdirbt ihr Essen nicht. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Okay. So schneidet man heutzutage also Tomaten. Ja, sehr schick angerichtet. So. Wird gleich mal hier hingestellt. Jetzt kannst du das nochmal kurz putzen. Wollen wir hier irgendwas dekorieren? Mal gucken, ob ich was finde. Was nicht zu weihnachtlich oder so aussieht, weil es soll ja keine Weihnachtsdeko sein, sondern Hurra, wir feiern 400 Teile 100 Baby Challenge. Was ist denn das? Eine Lasershow. Ob die Lasershow auch hier funktioniert? Zur Not stellen wir das in den Partyraum. Aber jetzt probieren wir es erstmal hier. So. Und wir können ja dann später auch in den Partyraum gehen zum Tanzen, wenn noch Zeit bleibt. Was ich ehrlich gesagt bezweifle. Was hier noch für ein Krempel ist.
Nehme ich hier so einen Meteorstein als Deko? Warum nicht? Girlanden, Deko. Ne, hier, Deko. So, Wanddeko. Auf keinen Fall zu weihnachtlich. Ist hier sowieso irgendwie schwierig, weil wir wenig freie Wandfläche haben. Bräuchte man mehr so. Die Ballons von den Kleinkindern. Die wären doch cool. Hier, die da. So. Und jetzt wählen wir noch eine andere Farbe. Ich finde, das ist sehr angemessen. Weil es ist ja auch eine Feier, die wegen der vielen Kinder gefeiert wird. So. So. Na, ich denke, das muss erstmal reichen. So. So. Jenny, ich denke, du könntest einfach schon mal die Party anfangen. So, Party. Geht das hier? Gesellschaftliches Ereignis planen. Jawohl. Ich denke mal, wir machen eine ganz normale Hausparty und nicht als Prestigeereignis. So, Hausparty. Keine Prestigeveranstaltung, weil das ist immer so stressig mit der Prestigeveranstaltung. So. Und es sollte ja nicht stressig sein, zumal ja so noch alles Mögliche an Chaos auf uns wartet. So. Möglicherweise kann ich die gar nicht ausziehen lassen während der Party. Okay, ich stoppe die Party erstmal. Und die kommen ja gleich aus der Schule. Und dann werden sie gleich rausgeschmissen. Sie hat es noch nicht geschafft. Nein! Nein, so dicht davor, aber sie hat's geschafft. Das würde reichen. Also für Zwillinge würde das reichen. Und Leni hat's jetzt auch geschafft. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Okay, sie ist sehr angespannt. Das ist nicht tödlich für Erwachsene. So. Oi, die Arme braucht so viel Spaß. Naja, aber für Teenies ist das schon schwierig, Spaß zu haben, wenn man in die Schule muss. So, aber du kannst danach erstmal Urlaub machen und die ganzen stressigen Zeiten als Kind vergessen. Also als 100-Baby-Kind wird man ja schon durch die Kindheit gepeitscht. So, dynamischer Hitzkopf. Selbstsicher. So, noch mehr Geburtstagskerzen. Jawohl. Du darfst auch Kerzen auspusten. Bisher haben die Wehen nicht angefangen, das ist gut. Denn ich weiß auch nicht, ob man mit Wehen jemanden ausziehen lassen kann. Es gibt ja so verschiedene Ereignisse. Da ist dann der Baumodus gesperrt, man kommt nicht ins Weltenverwalten rein. Und hey, jetzt komm mal, zacki, zacki. So. Es ist eilig. Wo steckst du? Ja, sehr gut. Tut mir ja leid, dich hier so schnell rauszuschmeißen. So, und sie ist mehr so der künstlerische Typ, aber selbstsicher und vielleicht romantisch. So, Geburtstagskerzen hinzufügen. Und jetzt ausziehen. So.
Das ist schon drastisch. Nee, aber das entscheidet zwischen Einzelkind und oder Zwillingen. So, hier jetzt Haushalte verwalten. Dann könnt ihr das auch mal wieder sehen, wie ich das mache. Denn das werde ich auch immer wieder gefragt. Es gibt ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man jemand ausziehen lassen kann. Und ich mache das also so. Ich gehe in Haushalte verwalten. So, jetzt hier. Dann Sims zwischen Haushalten verschieben. Und für jedes Kind, das ausziehen soll, also jeden jungen Erwachsenen, mache ich hier einen neuen Haushalt. Dann kriegt man nämlich 20.000 Simoleons. Okay. Sie ist jetzt hier schon aus der Familie ausgezogen. Und jetzt mache ich das nochmal für die nächste. Hier oben ist der Knopf für neuen Haushalt machen. So. So. Okay. Und jetzt lasse ich die beiden noch in eine Familie einziehen von den mit den anderen Geschwistern. Normalerweise habe ich für die alle Grundstücke und Häuser in Newcrest. Die aktuelle Familie hat noch kein Haus gekriegt. Das werde ich aber noch ändern. So. So. Okay, hier kannst du einziehen. Gut. Und die andere kann dann auch dort einziehen. Auch zum Einziehen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn die ein Haus haben, kann man auch sagen, sie soll umziehen zu denen und so. Da gibt es verschiedene Wege, aber so ist es eigentlich am einfachsten. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zu Jenny zurück. Und jetzt ist genug Platz im Haushalt für Zwillinge. Da bin ich jetzt ganz erleichtert, weil das wurde mir dann irgendwie klar am Sonntag oder so. Oi, oi, oi. Möglicherweise kriegt sie ihr nächstes Baby, bevor die ausgezogen sind. Ja, was ist dein Problem, Jenny? Ihr könnt alle mal wieder reingehen. Allesamt. Hier. So, ich gehe die einfach mal alle durch. So. Die Großen sind sogar noch da. Jetzt haben die Wehen eingesetzt. Und die Party? Also, jetzt würde ich sagen, schon erstmal Babys kriegen. Baby bekommen. Das war jetzt aber ein knappes Rennen. Und wir fangen dann halt die Party gerade nochmal so eben an, damit die Folge 400 auch eine Partyfolge ist und feiern dann in Folge 401 noch weiter. Jenny, Baby kriegen. Jawohl. Oh, und ich habe meine Namensliste nicht parat. Aber ich lade sie jetzt gerade. So. Okay. Jawohl, es ist ein Junge, wie ich mir gewünscht habe. Okay. Der nächste junge Name ist Alex. Ja, an dieser Stelle will ich mich noch ganz herzlich für die vielen, vielen Namen bedanken, die ich von euch gekriegt habe. Wie ihr seht, kann ich sie immer wieder gebrauchen. Und ich habe noch sehr, sehr viele Namen. Die reichen noch für die halbe nächste 100-Baby-Challenge. Ich brauche also momentan erstmal keine neuen Namen. Wenn die mal wieder knapp werden, melde ich mich. Okay, also Alex und ein Mädchen. Okay, Sonja. Sonja. Oh.
Ja, prima. Hast du gut gemacht. Ja, das war jetzt mit Max Villarreal, der früher noch ein Kind oder Teenager war. So, jetzt kannst du gleich mal an die Brust nehmen. So. Na Jenny, du weißt doch, was man zu tun hat mit neuen Babys. Du kennst dich doch aus. Das sind jetzt die Babys 85 und 86. Und ab jetzt sollte ich dann auch mit dem Bau des 100-Baby-Schlosses beginnen. Denn ich habe ja gesagt, ich will, dass die Jenny am Schluss in einem 100-Baby-Schloss wohnt und dass ich damit anfange ab Baby 85. Das ist jetzt soweit. Ja, mal gucken, wie schnell ich mit dem Schloss fertig werde. Ich schätze mal, das wird schon dauern. Oh. So, noch liebkosen. Sehr. Für das Thumbnail-Bild. Oh. Und dann sollten wir noch schnell die Party starten. Limba. Limba. Ja, das hören die Babys wohl besonders gerne. Limba. Ja, sehr schön. So. Stopp kurz. So. Baby 85. Also ich bin jetzt zwar schon über 2 Jahre dabei mit der 100-Baby-Challenge, aber gefühlt ging es eigentlich relativ schnell. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es ewig lange gedauert hat. So, liebe Jenny. Und jetzt kommt die Party. Mal eben schnell die Kinder kriegen und dann die Party-Jubiläumsparty geben. So, Hausparty ohne Prestige. So, jetzt. Also, ich würde sagen, die ganzen Väter lade ich mal nicht ein. Es sind sowieso von allem viel zu viele. Ich würde... Oh, Akira ist auch alt geworden. Das war der erste 100-Baby-Vater. So. Ja, hier kommen jetzt vor allem die Väter. Aber die Kinder werden schon auch noch kommen. Da sind sie ja. Hier. Anna war jetzt gerade zuletzt. Genau, das waren Anna und Leni oder so. Und Yada, ist Yada eine Tochter? Ich glaube ja. Weil sie hat ja auch Enkelkinder. So viele Kinder. Hier, die kann man alle mal sehen. Das sind alles ihre Kinder. Und Jens ist ein Senior geworden. Ich fass es nicht. Jens ist ihr erster Sohn. So. Und Max ist der dritte, der am längsten da war. Den kennt sie kaum noch. Man fasst es nicht. Der hat ihr geholfen, das Bestreben mit der erfolgreichen Abstammung zu schaffen, indem er, als er noch da gewohnt hat, in einer Karriere Level 10 geschafft hat und ein Bestreben und so weiter. Und Tyler war der erste, der ein Kleinkind geworden ist.
Früher gab es nämlich keine Kleinkinder, als ich mit der 100-Baby-Challenge angefangen habe. So, den Klaus laden wir ein, weil er ein Kind vom Weihnachtsmann ist. So, so viele. Die Diana laden wir ein, weil die ja auch ein eigenes Let's Play gekriegt hat. Das ist die Diana von Dianas Tierheim. Alina ist die erste Tochter, das zweite Kind. Wen haben wir denn hier noch? Sehr viele. Ah, hier ist Leni, die ist ja auch gerade ausgezogen. Ich würde sagen, die laden wir beide ein, weil das wäre ja fies, sie rauszuschmeißen und dann nicht einzuladen. So, Luna ist, glaube ich, das erste Alien-Kind gewesen. Und Harvey, der hat 3 positive Charaktereigenschaften und hat die Jenny dadurch zur Supermutter gemacht. Josie war auch ganz lange da und mit der machen wir ja auch gerade ein eigenes Let's Play. Zack war der erste Vampir. So. Ja, das hier sind die Enkelkinder. Oh, das war's schon. Na sowas. Dann können wir ja vielleicht auch noch Enkelkinder einladen. So. Ne? Tja, für den reicht's jetzt nicht mehr. Ist in Ordnung. So. Und wir feiern natürlich in der Wagner-Residenz. Jawohl. Jetzt wird Party gefeiert. Komm mal hierher, Jenny. Ich werde da mal die Tür abschließen. So. Tür abschließen für jeden außer Jenny. Sie verkriecht sich nochmal ins Babyzimmer. Hey, du kriegst gleich ganz viele Gäste. Und kann man die hier anmachen? Oh ja, Partylicht. Oh, cool. So. Na, die brauchen wie immer recht lange für den Weg. Ist lustig, dass die nicht hier erscheinen, sondern irgendwo weit weg und dann erstmal dahin latschen müssen. Ja, aber ich mach mal Schluss mit dieser Folge. Es ist ja viel passiert. Und in der nächsten Folge feiern wir dann weiter. Beziehungsweise dann geht die Feier eigentlich erst richtig los. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!